Wir verschenken sie oder aber wir benutzen sie, um unsere eigenen vier Wände oder den heimischen Garten zu verschönern. Die Rede ist von Blumen und darüber spreche ich heute mit einer absoluten Fachfrau, was das Thema angeht, und die muss ich jetzt erstmal suchen. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Du, sagst mal direkt meine erste Frage. Blumen und Ostern, inwieweit passt das denn zusammen? Ostern ohne Blumen doch gar nicht vorstellbar, ne? Erst recht nicht für mich. Für jeden wahrscheinlich die Osterglocke eigentlich. Durch die Witterung der letzten paar Wochen ist die eigentlich schon fast durch. Gibt noch ein paar knospige Reste, aber ich habe meinen Einkauf diesmal ganz auf die Tulpe beschränkt und ein paar Osterglocken werden wir auch noch verarbeiten, aber da gab es heute Morgen so eine schöne Auswahl, ich konnte mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, über 20 Sorten habe ich gekauft und ich glaube und setze darauf, dass wir die dieses Wochenende sehr gut verkaufen. Wir sind ein Geschäft, was unheimlich vom Wetter abhängig ist. Wenn wir jetzt schon 20, 25 Grad hätten, dann würden wir wahrscheinlich schon sehr gut Beet- und Balkonpflanzen verkaufen. Dadurch, dass die Witterung jetzt doch wieder bei 12 Grad und nachts sogar noch kühler ist, geht der Kunde doch dahin, Blumen zu verschenken. Gerade die Schwiegermutter und Omas, wo man nicht weiß, was soll man da noch großartig, nicht schon wieder eine Schachtel Pralinen. Der Opa kriegt die Pralinen, die Oma kriegt den Blumenstrauß. Das funktioniert an Ostern super. Gerade Ostersamstag kommen wir dann da kaum nach mit dem Binden. Adriane, was sind denn die Blumentrends für 2017? Ja, die Blumentrends, das ist eine ganz gemeine Frage. Ich weiß, dass wir als Zimmerpflanze des Monats gerade die Banane haben. Das ist jetzt nicht so typisch österlich, ne? So als Schnittblume gibt es mit Sicherheit auch gerade die Schnittblume. Weiß ich nicht. Ich setze ganz viel gerade auf Rosa und Pastelltöne. Das spiegelt sich immer wieder durch, egal ob es jetzt bei der Zimmerpflanze ist oder bei der Schnittblume ist. Und was wir unheimlich gut, aber durchweg das ganze Jahr verkaufen, sind weiße Blumen, weiße Sträuße, weiße Zimmerpflanzen und auch weiße Gartenbepflanzung.